Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Hollow Knight. Wo wir jetzt endlich eine Map für hier haben. Und guck mal, da leuchtet was. Frage ist, wie kommen wir da hin? Müssen jetzt mal ein bisschen durchsuchen. Mit Map komme ich hier wenigstens zurecht, wo hier überhaupt irgendwas ist. Aber wie kommen wir dahin? Hier sah fast aus wie ein Eingang. Da geht nichts, da kommen wir irgendwann von oben wahrscheinlich rein. So, wir müssen hier ganz nach links einmal. Hoffentlich hier runter. Oh mein Gott. Okay, nicht hier runter. Der war nur Geld. Wir kommen da aber auch nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Heilen. So. Okay, hier jetzt gleich geht's nach unten. Ist auch gut zu wissen, dass es der einzige Ausgang hier ist, dann weißt du wenigstens, dass du nichts verpasst hast. Und einmal hier runter. Hier waren wir nämlich noch überhaupt nicht. Und wir haben 3000 Seelen, wir müssen mal wieder zum Händler. Nur durch jetzt auch das Verkaufen von den Sachen. So, wie sieht's hier aus? Wirklich nichts. Unrealistisch. Das war so bad. Alter, wir brauchen... Oh mein Gott! Wir brauchen unbedingt eine Map. Ich blick's einfach vorne und hinten nicht mehr. Schön. Damit kann ich leben. Ah, okay. Wir sind sogar tatsächlich richtig gewesen. Schön. Jetzt wissen wir auch,
ungefähr, wo wir waren. Da wäre es zwar noch nach links gegangen, aber... Da geht's nicht entlang. Ei. Wow. Was ist das für ein Geräusch? Ah, du. Und irgendwas Komisches hier. Von mir aus. Damit kann ich leben, dass so ein Ding hier rumrennt. Hilfe? Hilfe. So. Ja. Eklig. Eklig. Bitte kein Spinnenboss, das wäre jetzt echt unangenehm. Wir sind wieder hier, das war bad. Okay, da kommen wir nicht entlang. Nochmal außen rum. Gehen wir nach links oder erst nach oben? Wir gehen jetzt mal kurz hier hin. Schon wieder dieses komische Ding. Da kommen wir. Ah, wobei. Wir wissen, dass das geht. Außer man verfehlt. Dann geht es natürlich nicht. Nochmal. Ein bisschen noch näher dran. Kurz heilen. Ha! Ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber haha. Wie krass. Ich habe das Gefühl, wir hätten hier einfach links hochgekönnt. Und ich mache hier voll den Krampf, ey. So. Was ist das bitte schon wieder für ein Ding, was so ein was solche Töne von sich gibt? Ja, okay, okay, er ist hier runtergesprungen. Er hat sich umgebracht. Das ist ja okay. Und natürlich mussten die Dinger wieder spawnen. Ah, guck mal, wen wir da haben. Unseren unglaublich starken Typen. War ja obvious. Oh Gott, wir müssen ihn unbedingt befreien, der geht mir so auf den Sack. Aber wie kommen wir da hin? Alter, ist der Typ nervig. Nee, nicht da hoch. Oh, wobei, es war schon ruhig. Mann, wir bräuchten halt jetzt eine Map, ob ich sehen kann, ob ich da von links nochmal reinkomme irgendwann.
Sieht's nicht aus, als ob. Nee. Wir gehen hoch. Ignorieren den. Unwichtiger Nebencharakter. So. Da oben haben wir eine Bank. Da gehen wir zuerst hin. Was ist mit der Bank? Oh, hi. Dieses gesamte Gebiet wimmelt nur von den tödlichen Geistern. Das beißt, brennt und kratzt. Ich wollte meine Stärke an ihnen erproben. Jetzt hat mich der Mut verlassen. Ich fühle mich nur noch müde und geschwächt. Ich raste so gut ich kann. Dann muss ich weiter auf der Suche nach einer weniger furchteinflößenden Herausforderung. Dieses Nest ist kein Ort zum Sterben. Schöne Bank. Jetzt können wir auch mal kurz gucken. Ja, wir haben eigentlich gut alles mitgenommen. So, wir gehen nach links. Hi. Aber klar doch. Bei denen könnten wir unendlich farmen. Mal programmierst du einen Bot, der immer dann zweimal hinhaut. Das geht. Gehen mal kurz hier runter. Alter, ist es hier dunkel. Wir gehen erst hoch. Zerstörte Bahn. Oh, guck mal. Diese Schmetterlinge, dieser Sinn, klar, das gibt jetzt extra AP, aber für was? Für was ist es gut, ist die Frage. Warum gibt es das überhaupt? Ich meine, du wirst ja eh eigentlich, aus so, wenn ein Spieler wie ich hier dran sitzt, andauernd gehittet. Das ist jetzt so ein bisschen fragwürdig, ne? Wo sind wir? Ciao, ciao und ciao. Wie unlogisch oder unnötig das mit dem Tor gerade ist. Können wir da? Das ist nur ein Hintergrund, gell? Ich glaube ja, okay. Hi. Das Ding trägt übrigens aus seinem Körper Viecher, die genauso groß sind wie er. Wie das Viech eigentlich fast selber. Und vor allem in einer Menge. Was haben wir hier? Eine Bahnkarte. Echt jetzt? Bahnkarte, eine lebenslange gültige Karte für die Bahn. Die Teile von Highlandsnetz verbindet. Diese Karte kostet einen Unmengen Geo. Und jeder Kauf muss vom König genehmigt werden. Oh, sag nicht, wir können jetzt kostenlos mit dem Viech reisen. Können wir das eigentlich nicht sogar schon?
Was ist eigentlich Karte? Kokor. Warum werden die eigentlich markiert, diese blauen Kokors? Das macht mich fertig. Und ist hier eigentlich noch sonst was? Ging es hier irgendwo den Boden runter? Nee. Okay, das war's tatsächlich. Ist ja irgendwo noch was auf dem Boden zum drüber reinjumpen? Nee. Ich bin verwirrt. Ach stimmt, hier war nur der Schalter. Hier rechts. Genau, hier ging es noch runter. Da wollten wir erst nicht hin. Das geht jetzt unser nächstes Ziel. Du siehst halt einfach gar nichts. Okay, das ist echt übel. Ja, komm schon, wie unfair. Vergiss es, ich glaube, ohne diese Lampe, die es da gibt, wo wir kaufen können. Das kannst du vergessen, wir sehen einfach zu wenig. Das ist keine Chance. Da bist du ja nur am Sterben. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Heißt, wir brauchen definitiv die... Nö. Erstmal hier, setzen wir uns nochmal hin. Hä, das ist jetzt doch, da unten ist es angezeigt. Was machen wir? Wir brauchen fast die Lampe, wo man da kaufen kann, bei dem Händler oben. Ich glaube mal, dass das eine Lampe ist, das sah zumindest so aus, aber müssen wir das weit laufen? Guck mal, wie weit es ist. Es hat hier auch kein Teleporter. Wir könnten höchstens noch gucken, was da unten rechts ist. Das verbindet es auch dahin. Nee, wisst ihr was? Kack drauf. Wir probieren das jetzt nochmal. Sind ja nur 3300 Münzen, die wir verlieren könnten. Das ist jetzt nicht so viel. Haha. Okay, links. Wieder links, hochspringen. Nochmal. Links, hochspringen. Wir gehen zurück, wir brauchen Heal. Scheiße. Das funktioniert so nicht, Mann. Das funktioniert so nicht, Leute. Wir brauchen diese blöde... Ich will nicht so weit zurück, aber du siehst halt auch nichts. Oh Mann, ich will nicht den ganzen Weg zurücklaufen, Mann. Bin zu faul für sowas. Ich gehe jetzt hier nach links. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Nee, daran würde ich mich definitiv erinnern.
Easy Game. Und hier ist das Netz eingerissen. Ja, okay, guck mal, jetzt haben wir hier auch nochmal einen Weg. Hi. Hey, was machst du da, du unbeholfener kleiner Tüppel? Deinen röstigen Nagel in der Dunkelheit herumschwingen? Du hättest mich fast getroffen und das wäre dein Ende gewesen. Vertrau mir. Ich bin Zote, der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Meine Waffe, Lebensender, hat schon hunderte von Gegnern niedergestreckt. Verschwinde, sonst bist du der Nächste. Hä, das ist... hast du dich in dieser dunklen Gang verlaufen? Ist mir egal. Nein, ich werde nicht herumrennen. Werde dich nicht hinauswürden. Wegen meines ausgeprägten Gedächtnisses kenne ich den Weg nach draußen, aber ich reise stets allein. Verschwinde. Hä, das ist doch der gleiche, oder ist das ein anderer? Aber er hat sich anders vorgestellt. Was haben wir hier? Ups. Königsidol. Ist das ein... Es ist wieder was zum Verkaufen. Ein Relikt, das immer von einer dieses Gegenstand besitzt, noch wenigen. Ja, ja, ja. Handelsgeschäfte, wir wissen es. Ich wollte gerade auf die Map gucken, Mann. Wir hören ja auf jeden Fall noch so ein Würmchen. Ja, da. Ja, easy game. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach mal wieder krass unterwegs. Das war nicht krass. Aber ging's da entlang? Ja. Lol, und da ging's noch weiter. Habt ihr das gesehen? Wir müssen noch mal hoch. Tut mir leid, aber... Und ich spring rein, gell? Dieses Mal nicht. Hier war das. Ja, okay, war jetzt nicht so Würfe, aber okay. Hier links waren wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das wieder nicht eine dumme Idee ist, das zu tun. Oh. Ja, wir fangen immer wieder von vorne an. Vergiss es, ohne Licht kommen wir da einfach nicht entlang. Wir müssen zurück. Jetzt sind wir jetzt eh schon so weit. Wo geht's zurück? Hier unten, da sind wir schon richtig. Ach, schön. Oh, guck mal. Hallo, hallo. Was für ein Nervenkitzel hier mitten in der Höhle der Bestien solch warme Behaglichkeit zu finden. Dies ist zweifellos ein wilder Ort. Angeblich gibt es tief unten im Bau ein Dorf. Seine Bewohner haben den König von Highlands Nest nie anerkannt. Karte aktualisiert. Hier rechts waren wir noch nie. Bevor wir jetzt da entlang gehen, würde ich sagen, hier ist doch ein schöner Ort. Wir entspannen uns hier bei ihm. Bleib doch eine Weile hier bei mir. Dieses Wasser wirkt Wunder bei müden Beinen. Ja, das tun wir auch. Ah, wir entspannen. Schön warm Wasser und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.